Wie finde ich die richtige Sense und stelle sie auf meine Körpergröße ein? Hallo und herzlich willkommen bei Diktum. Diesmal aus einer etwas ungewöhnlichen Umgebung, nicht aus der Kurswerkstatt, sondern aus dem Diktum-Shop München. Heute geht es nicht um Holzbearbeitung, heute geht es um Sensen. Das wichtigste Teil an einer Sense, das Teil, das die eigentliche Schneidarbeit leistet, ist das sogenannte Sensenblatt. Da gibt es viele unterschiedliche Formen, die sind teils regional bedingt, also je nachdem, wo die Sense herkommt, beziehungsweise welcher Schmied die Sense geschmiedet hat, aber auch von der Funktion abhängig. Jetzt grob vereinfacht kann man sagen, wenn ich ein Schnittgut habe, das sich sehr leicht schneiden lässt, wie Gras, und entsprechend große Flächen habe, dann nehme ich ein Sensenblatt, das entsprechend lang ist und dünn ist, damit es sich eben sehr effektiv und lang und leicht führen lässt. Wenn ich widerstandsfähigeres Schnittgut habe, zum Beispiel auch Sträucher mit ausmähen möchte oder Bäume, die gerade am Sprießen sind, dann brauche ich ein etwas kürzeres Blatt, so wie hier, das dann eben auch deutlich stabiler ist, mit dem ich dann eben auch diese Sträucher und so weiter problemlos mähen kann, ohne dass sich das Sensenblatt irgendwie darunter leidet. Wenn Sie wissen, was Sie mähen möchten, welche Aufgaben Sie haben in Ihrem Garten oder auf Ihrem Hof, dann wenden Sie sich an die Kollegen im Verkauf bzw. auch im Kundenservice, die beraten Sie dahingehend gerne. Um effektiv und ergonomisch mähen zu können, dafür ist der Sensenwurfarm zuständig und dieser muss zu meiner Körpergröße passen und auf meine Dimensionen eingestellt werden. Ich habe jetzt hier schon mal eine Sense vorbereitet, die zu meiner Körpergröße passt. Man sieht es hier, wenn ich den Sensor auf den Boden stelle, geht mir der Sensenwurfarm von der Länge her ja in etwa bis zum Kinn ein bisschen darüber. Also dieser Sensenwurfarm ist jetzt für meine Körpergröße passend. Dann hat die Sense immer zwei Griffe, einen vorderen und einen hinteren Griff. Ein bisschen eng hier im Laden. Und mit diesen beiden Griffen, die sind dafür zuständig, dass eben diese Sensenbewegung ergonomisch und mit ordentlichem Schwung und so weiter ausführen kann. Und diese beiden Griffe müssen entsprechend auf der richtigen Position sein. Der vordere Griff sollte auf Höhe des Hüftknochens sitzen, beziehungsweise ja, bei den meisten eben am Bund, dort wo der Gürtel sitzt, so wie hier. Ja, also der vordere Griff auf Höhe des Hüftknochens. Der obere Griff oder hintere Griff dann, weil der wird ja dann hinten geführt, also mit der linken Hand, der sollte dort sitzen und zwar in einem Abstand vom vorderen Griff, dass ich den Unterarm hier effektiv reinstellen kann. Und dann sollte ich hier noch etwa 10 cm Platz zwischen der Hand, in der ausgestreckten Hand und dem Griff sein. Diese Grundeinstellung ist ein ungefährer Richtwert. Wenn man jetzt etwas breiter gebaut ist, breitere Schultern, breitere Hüfte hat, dann kann der Abstand zwischen beiden Griffen etwas größer sein. Bei Personen, die etwas schmäler gebaut sind, kann der Abstand auch etwas enger sein, ein bisschen dichter sein. Dann, damit der effektiv gemäht werden kann, muss das Sensenblatt auch im richtigen Winkel zum Wurfarm stehen. Wie stelle ich das fest, ob der Winkel hier passt? Stelle mal die Sense auf den Fuß und merke mir den Punkt hier an der Senseninnenseite und dann schwenke ich die Sense nach zur Spitze hin und die Spitze sollte dann etwa ja, in der Grundeinstellung so 2 bis 3 cm unter diesem Punkt sein. Also ich überprüfe das nochmal hier, fixiere meinen Arm und schwenke dann die Sense hier rüber. Und dann sollte die Spitze hier in etwa 2 bis 3 cm von dem ursprünglichen Punkt entfernt sein. Ich kann diesen Winkel bei einer hochwertigen Sense eben einstellen. Dafür gibt es hier zwei Schrauben. Jetzt war es bei mir ein bisschen mehr. Es waren so vielleicht 4 cm. Und wenn ich jetzt da hier eben die Schrauben etwas löse, kann ich die Sense hier etwas anheben. Und dann wieder festziehen. Und dann nochmal prüfen. Jetzt sollte das passen.
Auch das ist wieder eine Grundeinstellung. Mit dieser Einstellung, sodass eben die beiden Punkte eben ungefähr 3 cm auseinander liegen, also die Spitze 3 cm nach unten geneigt ist. Damit kann ich ja in Standardsituationen als Anfänger gut arbeiten. Da ist die Sensor noch nicht so schwergängig. Sie schneidet gut und der Winkel passt gut beim Führen. Wenn ich etwas erfahrener beim Sensenmähen bin und schon ein bisschen mehr Technik habe, ein bisschen besseren Schwung habe, kann ich die Sense auch weiter nach oben stellen. Dadurch wird eben der Schnittwinkel etwas verlängert, könnte man sagen. Aber die Sense wird dadurch auch eben schwergängiger. Das Mähen an sich fällt dadurch etwas schwerer. Kann man mit der Zeit einfach mal ein bisschen ausprobieren, wenn man etwas Erfahrung gesammelt hat beim Mähen, wie man hier eben diese Sense optimiert. Wer noch keine Erfahrungen hat mit Sensen, beziehungsweise auch das Schärfen beziehungsweise Dengeln von Sensen erlernen möchte, dem sei der Diktum-Kurs Sensen, Mähen und Dengeln empfohlen. Da wird alles ganz genau erklärt. Nicht nur das Dengeln und das Schärfen der Sense, sondern auch es wird praktische Übungen, wird wirklich eine Wiese mal ausgemäht und man kann wirklich das Sensenmähen üben. Also sei allen empfohlen, die noch keinerlei Erfahrung mit dem Sensenmähen haben, beziehungsweise die vielleicht schon gemäht haben, aber gemerkt haben, es funktioniert noch nicht so gut. Wie eingangs schon erwähnt, die Kollegen im Kundenservice beziehungsweise auch in den Diktum Shops beraten sie euch gerne, wenn es um die Auswahl von Sensen und die Einstellungen von Sensen geht. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, diesmal nicht für die Holzwerkstatt, sondern für den Garten bzw. fürs Feld draußen. Wenn dem so ist, dann lasst uns ein Like da, einen Daumen nach oben. Damit ihr keine Videos mehr von uns verpasst, abonniert den Diktum YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke. Wenn ihr an Angeboten und Aktionen von Diktum interessiert seid, dann abonniert den Diktum Newsletter, da informieren wir euch regelmäßig über Aktionen, neue Produkte und so weiter. Dann wünsche ich euch ja effizientes Mähen mit einer perfekt eingestellten und ausgewählten Sense und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Diktum.